Hast du kurz Zeit für mich? Ja. Tut mir wirklich leid, aber ich weiß halt nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Also, was erwartest du, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden sollen, was ich machen soll? Er hatte die Eier, Ladies and Gentlemen, und ist auf mich zugekommen. Mir ist einfach nur wichtig, dass wir halt trotzdem einen normalen Umgang miteinander hier haben können. Ja. Außer du willst halt keinen normalen Umgang mit mir haben, dann musst du mir das sagen. Ich habe ein offenes Ohr für dich. Ja. Also wirklich. Ist okay. Ja? Ja, alles gut. Ich hätte mir nicht gedacht, dass du dir hast, nochmal zu kommen. Nein? Nein. Ich habe auch erst überlegt, ob ich es machen soll oder halt nicht. Ich wollte jetzt einfach nur irgendwie gucken, wie das wir zueinander finden. Und deswegen dachte ich halt einfach, du willst einfach nichts mit mir zu tun haben. Du hast mich einfach und dass du einfach ja, keinen Bock mit mir zu sprechen hast. Ich hasse dich nicht, aber du warst das größte Arschloch, das ich mir je eingetreten habe, Max. Ja, es tut mir wirklich leid, dass das Beverly so verletzt hat alles. Das wusste ich halt wirklich nicht. Und mal abgesehen davon, ich glaube, wir wissen beide, dass wenn das hier fertig ist, dann wirst du dich bei mir nicht melden und ich mich bei dir nicht. Aber warum soll ich jetzt auf Beverly komplett Rücksicht nehmen, wenn das ganze Ding halt schon abgeschlossen ist jetzt eigentlich und ich mich jetzt auf Vanessa konzentriere? Ja, mir war es jetzt auf jeden Fall wirklich nochmal wichtig, dass wir halt miteinander reden und wir einfach halt normal miteinander umgehen können. Ja. Okay. Danke. Ich brauche Abstand, um das zu vergessen irgendwo. Kill the love that's love.